Kein Structure Deck, kein Auswahlpack, kein Bonuspack, kein Bundle, kein Geheimpack. Nur Legacy Packs und ein Master Pack, wenn wir Ranked gewinnen. Außerdem besteht unser Deck nur aus 6 Master Packs. Das ist die Masochist Challenge. Ja, Leute, es ist soweit. Weitere Folge Masochist Challenge. Ich habe so Lust. Das glaubt ihr gar nicht. Ich habe so Bock auf diese Challenge. In letzter Zeit macht sie mir wirklich Spaß. Ich meine, wir haben auch wirklich viele Erfolgserlebnisse, muss man an dieser Stelle sagen. Und das Spiel möchte nicht laden. Doch, möchte es. So. Und wie versprochen, können wir direkt hier Tickets öffnen, weil ich einen Logikfehler habe. Und zwar, ich habe einmal zu viel 10 gezählt. Das heißt, wir kriegen nochmal 10. Und ich würde sagen, wir skippen die direkt, weil das dann dauert zu lange. Für mein 2000er Defense Dinosaurier, passt natürlich gut in unser Deck, benenne die Stufe zwischen 1 und 12. Dein Gegner verbannt ein Monster mit der verbannten Stufe von seinem Extra-Deck. Falls dein Gegner kein Monster Stufe sein Extra-Deck hat, wirfst du eine Karte. Ja, okay, ist nicht so gut. Du musst XYZ, das ist auch schlecht. Biete diese Karte gut an, lege eins deiner Monster im Spielzug durch ganz unter dein Deck. Nein. Oha, nehmen wir sofort rein. Strong. Na, nee. Süß, aber nee. Nee. Kannst du auf den Zauber Spiel verlieren? Nee. 1-9! Okay. Falls diese Karte, die gehört, durch einen Angriff oder einen durch einen Angriff der Karte deines Gegners zerstören, Friedhof gelegt wird, wähle einen offenen Zauber und fange den Gegner und zerstöre das Gebiet des hier. Falls diese Karte angreift, wird seine Verteidigungsposition geändert. Na, wieder mit krasser Downside, aber I mean 1-9. Wieder ein Dino, aber zu schwach. Bundsoldat. Nur für Ritual, nur für Sparkman, nur für 6 Samurai, nur für Schicksalshellen. Beispiele werfen eine Münze. Ja. I mean, man könnte Weg des Schicksals spielen. Okay, also ich meine, insgesamt kann man sich da eigentlich nicht beschweren. Masochist, Deck bearbeiten. Wir haben hier ein Dinosaurier mit 2000 Defense. Ich weiß nicht, ob wir das spielen wollen. Andererseits, wir spielen schon sehr viele Tributmonster. Er hat 0. Er sammelt mit ihnen halt jeden aus dem Deck. Ich würde sagen, wir spielen den. Ich bin dafür, dass wir den spielen. Doch. Die dreht sich auch in Defense. Ah, den wollten wir auf jeden Fall spielen. Den müssen wir spielen. Der hat nur 1,6, aber der bumpt sich halt richtig stark hoch. 1,7. Der ist auch strong, finde ich immer noch. Der Burn-Effekt, wenn wir gerade mitnehmen. Ich glaube, wir nehmen die Downsides dann doch raus. Wenn wir so Downsides rausnehmen. 2000 ist halt aber schon stark. Aber die Downside ist halt schlecht, ne? Boah, ist das schwierig. Ich glaube, wir nehmen die Downside doch raus, weil wir auch die Equips haben für sowas zum Beispiel. Und dann könnte man strategisch gesehen jetzt noch einen Dino rausnehmen. Muss sagen, bisher war die echt schlecht. Ich glaube, wir nehmen ausgleichendes Urteil raus, weil entweder gewinnen wir das Duell, also sind quasi schon in einer guten Position, oder wir haben eh verloren. Von daher würde ich sagen, machen wir das so. Und dann, Leute, ihr habt es darauf gewartet, wir wollen Rank, wir wollen zu Silber 2. Das heißt, wir schnuppern bald schon an Gold. Ich meine, so weit waren wir noch nie in dieser Challenge. Noch nie. Und wir haben gegen einen Fußball. Okay. Gegen Fußball gehen als zweites. Hey, Fußball nehmen wir mit. Komm. Wir wollen hier rein. Wir wollen hier Punkte generieren, beziehungsweise Packs generieren. So, wie viel? Was erstmal gucken? Hand ist okay. 15 extra Deckkarten, das ist immer schade. Also schlecht für uns, besser gesagt. Dark, Erde. Wir können einmal die Battleface benden. Du kannst eine Karte, die du kontrollierst, auf den Friedhof legen, außer diese Karte, um die Battleface zu benden. Das ist sehr gut. Das heißt, wir haben hiermit, das ist voll gut. Also die Karte ist, also natürlich, ne, ist natürlich an sich schlecht. Macht schon Minus. Aber wir haben halt natürlich Spiegelrüstung, die Karte, die einen Ausgleich machen würde, aber was wäre besser als ein Ausgleich? Genau, einfach eine Tributbeschwörung nächsten Zug machen. Für diese Karte. Von daher ist das gar nicht mal so schlecht. Extra Deck natürlich immer noch sehr mau. Also Extra Deck, je stärker das Extra Deck wird, desto stärker wird das Main Deck natürlich auch. Natürlich brauchen wir Spezialbeschwörung. Okay, er hat auch mal verstanden, was man hier so spielen kann. Wir können jetzt
Okay, wir setzen halt 3 Karten von mir aus. So, mal gucken, was wir hier so haben. Wir ziehen. Oh, okay. Der ist Wind. Dann gehen wir hier. Wir gehen mit dem Dark rein. Ist quasi unsere beste Karte hier in der Hand. Greifen einfach an. Der Angriff geht durch. Okay. Dann würde ich sagen, setzen wir die. Und die. Dann geben wir noch Zucker. So, also ich bin schnell im Spielen. Können Sie auch mal machen. Sie können sich auch mal. Ja, danke. Auch mal eine Scheibe davon abschneiden. So, wir gucken, was er hat. Und Set Card More. Er könnte halt immer sowas wie Mirror Force haben. Ich habe ein bisschen Angst vor Karten wie Mirror Force oder so. Ich würde sagen. Boah, das ist auch gut. Wir gehen vor Damage. Vor Damage, Damage, Damage. Ruhsam brauchen wir jetzt nicht. Battle Phase. Damage. Oh, achso, es sind unsere eigenen Karten, die reagieren. Angriff. Ja gut, das nehmen wir mit. Wir haben Battleface Skip nächsten Zug. Wir haben Erde, Erde. Das reicht leider nicht. Wir haben kein generisches Rang 4. Das müsste schlecht. Wir brauchen Licht oder Finsternis. Ich meine, ein Finsternis haben wir bereits auf dem Feld. Er macht Pass, okay. So, wir spielen jetzt nicht in Reißattribut rein oder so. Oh, Laila. Wir spielen nicht in Reißattribut, habe ich gesagt. Es ist verlockend, aber wir gehen einfach den Battleface. Wenn er Reißattribut hat oder so. Ich muss nicht dagegen verlieren. Perfekt. Und Win. Win! Fängt er gut an wieder. Na gut, er komplett gebrickt. Oh, das kann funktionieren, Stack. Wir haben gegen Ball gewonnen. Den Balljungen haben wir besiegt. So, was haben wir denn hier? Oh, 2 Legacy Packs. Sehr gut. Es sind schon wieder 3, die wir gespeichert haben. Das heißt, noch 7 Legacy Packs. Nein, 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 Abbruch! Wir dürfen Pack öffnen! Alter, komplett hier im Tunnel. Direkt will ich hier rein. Direkt will ich ins nächste Duell. So heiß bin ich hier. Aber wir öffnen das natürlich. Und haben... Boah, ich glaube, wir haben aber länger kein Holo mehr, ne? Ich meine, klar, ist jetzt auch nicht so wahrscheinlich, aber... Lichter, Spender, Spiegel, okay. Falls ich eine Hand befinde, du kannst ein Synchromonster, wenn du das kontrollierst. Du kannst ein Synchromonster, wenn du das kontrollierst. Ja, Synchromonster ist schon nicht so einfach. Falls die Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst ein Felsmonster in deinen Friedhof wählen, außer ihn. Falls diese Karte am Spielfeld durch... Oder Friedhof verbannt wird. Ärgerlich. Oh. Okay, das ist die Search-Karte. Oh. Wenn du spielst, du kannst ein Feuermonster aus der Karte Hand auf offener Schüler auf Friedhof legen. Die kann die nicht der Kartenfenster zerstört werden. Ja, was ist ein Tributmonster? 6er, 2-2, ist gar nicht schlecht. Okay, das bringt gar nichts. Oh. Da kommt unser Pflanzenmonster. Na, tun. Okay, wir haben nur ein Tributmonster. Was Guess auch gut ist. Also, wir haben ja bisher so... Oh, Neustart. Oder auch nicht. Willkommen zu einer weiteren Folge. Er spielt. Wir wollen jetzt aber auch rein, ne? Danke. Wollen wir ins Deck hier nämlich. Und wir können ein Aus... also ein Tributmonster mit... Guck mal, der hat 1, 2. Boah, da cutten wir aber auch ein Dino raus, ne? Das ist halt so... Na, ja, es ist fair. Es ist fair. Wir haben dafür jetzt ja das Jura-Ei. Also dieses 2000er Defense-Monster am Deck. Von daher ist das fein, denke ich mal. Noch eins, wir haben Rank-Up. Also meine Winrate wächst und wächst und wächst. Muss man sagen. Die Tür wird die dann spätestens bei Gold. Oh, der hat sich das Bundle geholt. Das sieht schlecht aus. Er hat sich das Bundle geholt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Er hat sich das Bundle geholt. Okay. Das ist okay. Okay, er... 9 extra Karten. What is going on? Okay, wir gehen voll all in, keine Gnade. Wir haben gar keine Gnade. Okay, das ist jetzt natürlich... Boah. Nee, wir machen keine Gnade. Wir machen an den ersten 2 Zügen Blackwing. Ich habe das einmal schon mal bereut im Duell. So ein Ding ist das. So, Battleface, Attack. Mach platt das Ding. Egal, ob du 2000 Defense hast. Was? Nein. Na gut, I mean, fair. Fair, fair. Schildflügel hätte ich auch gerne.
Zweimal pro Spielzug kann sie nicht durch Kampf zerstört werden. Okay, das wird ein Riesenproblem. Aber es denkt er sich gerade auch mit dem. Zweimal, das ist natürlich ein Problem. Oh, könnten es aber auch annullieren. Boah, wie greedy sind wir? Ich glaube, wir sind sehr greedy. Ey, ruht sich da gerade auf aus. Und da machen wir das mal hier. Flop. Kaputt. Achso, was könnte ich denn? Beschwören Pflanzen und Spezialen voneinander dann weg. Was? Okay, ich könnte doch die Hochtributierende spielen. Er ist ja voll stark. Was? Ich kann einfach ein 2-8 aus dem Deck holen dann? Hä, Leute, wir müssen was umändern im Deck. Ja gut, das ist ein Brick mehr, ne? Muss man auch so sehen, das ist natürlich ein Brick mehr. Okay, share bei der Gear. Ich möchte nichts sagen, weil so viel Spielzüge wirst du nicht mehr haben. Weil wenn du jetzt Battleface machst und das irgendwie angreifst, also ist, wenn du was Stärkeres schaffst, das wird nichts. Na, weh, das ist noch so ein Schildflügel. Warte, falls dann noch so ein Schildflügel ist... Warte, wir machen kein Pendulum. Pendulum vor allem Synchro. Okay. So, hier. Booster. Wir sind hier die Turbo-Equipper. Nein. Ja. So, mein Lieber. Jetzt machen wir das nämlich so. Wie viel Defense hat er da? Keine Ahnung, Angriff. Ist risikoreich. Oh, ist risikoreich. Warte, ist das Game auf dem Board? 5000. Nein, ist es nicht. Dann lassen wir das noch. Ärgerlich, aber ist okay. Es ist ärgerlich. Selbstverständlich ist es ärgerlich. Aber nur wenn das Game wäre, hätte das Ding gemacht. Er hat auch 200 Lebenspunkte gehabt. Das bringt dann leider nichts. So, das ist aber sehr gut. Jetzt könnte er reinrennen und wir könnten Schneemann-Effekt machen. Das Schneeballsystem nämlich dann hier. Was denn hier das Spiel gewinnen wird. Oh, Wiedergeburt. Okay, jetzt wird es gefährlich, glaube ich. Also das wäre jetzt ja noch nicht so schlimm. Kann. Zahl pro Spielzug kann diese Karte nicht durch Kampf zerstört werden. Wäre trotzdem... Nee, wäre nicht Game. Stammt. Okay, Pass. Er ruht sich echt darauf aus. Okay. Fair. Aber das ist natürlich dann ein Game, ne? An dieser Stelle, mein Lieber. Battleface. Bumm. Eins. Zwei. Drei. Hahaha! Der Wolf! Jagdhund! Direkter Angriff! Weiß kann. Wey! Boom! Vielleicht gibt uns das noch irgendwie die letzten Punkte für ein Pack hier. Nicht dafür. Dafür. Fallenkarte aktiviert, 100. Okay, es hat nichts geändert. Ey, wir sind Silber 2! Let's go! Silber 2 nehmen wir mit. Und 2 Legacy Packs nehmen wir auch mit. Sind bei 5 Legacy Packs. Noch 5 Stück, wir können öffnen. Das läuft ja wie am Schnürchen. Das heißt, Chop! Pack! Master Pack! Pack öffnen! Schon wieder kein Holo. Naja, egal. Kann ja nicht immer sein. Bring nix. Bring nix. Kannst du das Spezial schon von der Zone beschwören, den dein Linkmaster zeigt? Kann irgendwann relevant werden? Kannst du Master uns erwähnen, das kontrollierst? Das. Kriegsfels. Tatum und Lebenspunkte. Wähle dann ein Monster in der Friedhof beschwören, spezial beschwören, vielleicht verlangst du. Das ist gut. Bewaffnet. Okay, also wir haben eine gute Karte. Nehmen wir doch mit. Eine gute Karte nehmen wir mit. Deck hier. Bearbeiten. Und zwar eine Reborn-Karte. Reborn ist gut.
Das heißt, wir brauchen theoretisch dann ein Monster weniger. Ich überlege jetzt mit Cracker, aber diese 1000 Burn können halt so relevant sein. Ab wann war es das letzte Mal relevant, weißt du? Ich will diese 1000 Burn, will ich noch nicht verlieren. Das heißt, S-Kraft oder unser Jagdhund. Wir könnten halt mit ihnen auch wirklich theoretisch... Wo ist sie denn? Nicht der Kaiju. Wir könnten, aufgrund der Tatsache, dass wir sie haben, auch sie reinpacken. Müssen wir mal ein Tributmonster aufgeben eigentlich. Was ist der? Ne, ist Ungeheuer. Na, ich glaube, wir warten dann noch. Und dann können wir den auch auspacken. Also wir merken uns das. Wir haben Pflanze. Aber wir brauchen ja auch Tributmonster, ne? Wo haben wir ja? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Tributmonster. Das ist vollkommen fein. I guess. Duell. Noch 2 Stück, dann sind wir Silber 1. Schaffen wir Silber 1? Ey, wir sind ja so kurz vor Gold. Aber die Season ist bald zu Ende. Bedeutet natürlich dann auch, dass wir wieder gedownrankt werden. Und wir spielen den guten Chris. Guten Tag, Chris. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir spielen. Ey, wenn ich gewinne, ist das der 15. Sieg. Das wäre krass. Wir haben aktuell 38 Niederlagen und 15. Also wir sind bei 50-50. Gibt es der Cracker wieder? Alter, die klebt uns auch an der Hand in letzter Zeit. Ey, dann muss man aber auch jemand an dieser Stelle sagen. Folgendes gewinnt. Ey, wir können auf 2,9 ATK pushen. Dann mit ihnen nächsten Zug in Blackwing gehen. Also wir hätten hier wirklich Combo-Potenzial. Ist die Frage, 60 Karten. Okay, er spielt halt, ich glaube, er spielt ein richtiges Deck. Er hat auf jeden Fall nicht Gras anscheinend. Sonst hätte er sie direkt aktiviert. Ja. Ich glaube, er wollte nicht anfangen. Oder doch? Also. Gerümpel-Änderer. Achso, er endet das Gerümpel. Okay, er passt einfach nur. Er wollte wahrscheinlich wirklich nicht first gehen. Dann machen wir das, was sie gesagt haben. Er hat Maxe, wild. Okay, ja, gib mir Maxe. Ist so süß. Alter, das ist so das effektivste Minus 1, was geht gegen mich. So. So. So nimmst du. Ich weiß, ist nicht viel. Aber. Ich meine, mehr können wir halt nicht mit dem Deck. Und wir haben ja jetzt sehr effektiv um Maxe drumherum gespielt. Das war natürlich unser Plan. Also, wir wollten ja auch um Maxe drumherum spielen. So, jetzt kann er natürlich spielen. So, das Ding ist, sobald er kombot, haben wir ein Problem. Also, wir können ja literally nichts machen. Sobald er kombot, sind wir halt out of game. Und das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Gigantes. Er spielt einen Emancipator. Nee, warte, was? Was passiert hier? Judge. Oh, Exodius und Evil Lord. Wenn diese Karte einen Angriff deklariert. Okay. Kann ich jetzt mal schon in dem. Okay. Falls sie noch ein Spiel verlassen will, verbannen sie stattdessen. Falls sie Exodius, linke Arm und. Okay, er hat irgendein komisches Deck. Jetzt die Frage. Ja, für was gehen wir? Gehen wir für den Blackwing Dude oder gehen wir für ihn? Also erstmal würde ich sagen, wir gehen für the Battle Phase. Wir gehen für Schaden. Greifen den an. So.
Dann gehen wir ab. Weil wenn er jetzt ein Monster hat, was stärker ist, dann machen wir einen Schneemann-Effekt. Und warum heißt es nicht Snowball-Effekt? Schneemann-Effekt. Ich meine, ja, hier drauf sind Schneemänner, ne? Also es ist ja an der Karte angelehnt, aber es ist ja eigentlich der Snowball-Effekt. Bitte, bitte hab wieder nix. Maxi. Der war echt gut. Maxi war, oh, göttlich. Gibt auf. Weißt du, was auch göttlich ist? Der Win. Der 15. Win. Und 2 Packs nehmen wir mit. 3 Packs nehmen wir mit. Also wir sind auf 8 Packs, noch 2 Packs und dann haben wir es. So, wir können jetzt hier, oh, wir können Silber, oh ja, wir hitten bei Silber. 1 Packs, Packs und wir öffnen ein Pack. Pack öffnen. Wieder kein Holo-Pack, aber 3 Blitze. 3 Blitze, komm. Ohne Super Rare, sehr gut. Okay. Zodiac, ja, das bringt ja ganz viel. Also wir haben den Empfänger, theoretisch. Schön, wenn Maschinen uns Attribut anbietet. Nein, brauchen wir nicht. Nicht Raptimonster, die kontrollierst, können nicht angreifen. Sonst kannst du, ihre Effekte nicht aktivieren. Du kannst hier in der Volleffekte. Falls einer mehr auf den kontrollierten Kampf verklickt wird. Das. Oh, jetzt habe ich auch so gesehen. Ja, genau. Phantom, wenn ein Monster-Effekt aktiviert wird, hänge ein Material. Shit, das bringt leider nichts. Auch nichts. Auch nichts. Boah, komplett nichts, ne? Haben wir auch lange nicht mehr, dass wir unser Deck damit nicht verbessern können. Also ja, ich weiß, das Synchro-Monster können wir theoretisch in irgendwelchen Decks spielen. Aber ey, Leute. Rein da ab zu Silber 1. Das ist the way to go. Winning Streak 4. Aktuell. Ey, wir haben eine Winning Streak, Alter. Das ist doch... Ist doch crazy. Wir spielen gegen Auto. Und wir dürfen anfangen. Und wir wollen nicht anfangen. Rescue Rabbit. Ready Man. For Win. Durchstarten. So. Oh, Gegner hat ein extra Deck. 12-0, sehr gut. Okay, wir haben gut. Wir können auf jeden Fall eine Tributbeschwörung durch für den nächsten Zug. Also, wenn wir dran sind, nächsten Zug. Also nicht der erste, also Turn 2, sondern Turn 4. Matt, erstmal 10 hier. Okay, oh. Your Chat. Mein Chat, Alter. Ja, das war's. Ja, gegen sowas können wir leider noch nicht gewinnen. Leider können wir gegen sowas noch nicht gewinnen. Weißt du, das ist halt so... Dafür fehlt die Power noch des Decks. Das ist halt leider wahr. Unser Winning Streak ist weg. Aber nicht schlimm, nicht schlimm. Okay, wir spielen Mucka Mucka. Wer darf aussuchen? Ich bin der Zweite, fair. Boah. Eigentlich, wenn wir jetzt verlieren, wäre rund. Das wären so 40. Niederlage. Und 15 Wins. Aber wir wollen die 40. Niederlage noch nicht. Oh, oh, oh. Wenn der Gegner jetzt nicht irgendein Combo-Deck spielt, da haben wir dann noch eine Chance mit. Ey, du spielst nicht Zeturion. Das willst du nicht. Das willst du nicht. Nein, nein, nein. Genau, so fühle ich mich, wenn Zeturion normal schon wird. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Krass, krass, krass. Deckblockade. Okay. Pass. Cool. Das gefällt mir natürlich. Vielleicht hat er gebrickt. Oh, Inspector Border. Das nenne ich mal einen göttlichen Draw. Ich würde sagen, machen wir gar nicht das. Wir gehen einfach in Battle Phase. So. Und dann setzen wir nämlich das verdeckt. Und das verdeckt. Gehen wir dann Zug ab. Sehr schön. Genau, während der Battle Phase leider. Das heißt, Zwangsequivalenz geht, müssten wir früher oder später machen. Er gibt auf. Easy. Das ist der nächste Win. Win 16 ist hier am Start. Und wir hitten Silber, ne? Silber 1. Ey, Leute, wir sind bei Gold. Ich glaub's kaum. Und Legacy Pack mehr. Boah, noch eins, dann haben wir es. Eins, dann haben wir es.
Oh mein Gott, auch zwei, dann sind wir bei Gold. Okay, okay, warte, wir öffnen erstmal ein Pack. Ganz ruhig, ganz entspannte Kiste hier. Erstmal wieder Packs. Also, es ist mehr Pack-Opening hier immer, anstatt Duelle hier. Aufen, genau. Super Rare. Easy. Nehmen wir mit. Und unser Deck wird... Was ist das denn? Aktivierte Karte. Was ist das denn? Saure Verspätung. Roter Essig. Das für Suchip, oder? Aktiviert diese Karte nur, falls ein Gegner eine Karte in der Spalte dieser gesetzten Karte kontrolliert. Gib alle Karten in dieser Spalte diese Karte auf die Hand zurück. Was? Aktiviert diese Karte nur, falls ein Gegner eine Karte in der diese Spalte gesetzt aktiviert diese Karte nur, falls ein Gegner eine Karte in der Spalte dieser gesetzten Karte kontrolliert. Gib alle anderen Karten in der Spalte dieser Karte auf die Hand zurück. Kein Spieler kann die nicht verwendet so eine Spalte diese Karte verwenden. Oh mein Gott, die Karte ist ja richtig wild. Jetzt habe ich wieder so weit, es gibt. Oh. Aluba. Falls diese Karte als normale Spezialbeschwörung, du kannst eine Karte abwerfen, da ein Drachenmonster, wen das dein Gegner kontrolliert oder sich im Friedhof befindet und entsprechende Effekte führen. Lege diese Karte auf den Friedhof und falls du dies tust, übernimm bis zu Ende die Kontrolle. Lege diese Karte auf den Friedhof und falls du dies tust, beschwöre jedes Monster Spezialbeschwörung. Das ist huge. Das ist sehr strong. Abschließend kannst du den Gegner kontrolliert wählen, ändere Kampfposition. Boah, Kampfposition Changing ist auch nicht schlecht, ne? Ja, die bringt leider nix. Wähler Exit bringt auch nix. Ritualbeschwörung bringt nix. Muss der Spezialbeschwörung beschworen werden, indem du keine Karten kontrollierst und kann nicht auf andere Art Spezialbeschwörung werden. Du kannst diesen Spielzug, indem du diese Karte Spezialbeschwörung hast, keine Battleface durchführen. Du kannst weder Karten noch Effekte noch Karten setzen. Wenn jeder ein Stampfer ist, zerstöre diese Karte, es sei denn, du legst deine Gesamthand auf den Friedhof. Die ist schon wild. Der Gegner kann weder eine Zauber noch Monster aktivieren, wenn deine oder deine. Okay. Ist übrigens 2-3, ne? Tribut. Alter, der ist ja richtig strong eigentlich. Ich muss meine Hand abwerfen. Okay, das ändert echt einiges hier an Deck. Das ändert einiges am Deck. Oh mein Gott, das ändert ja richtig viel am Deck. Also den spielen wir auf jeden Fall. Das ist ein 1-8er, der was kann. Dann nehmen wir raus. Das ist auch 1-8, ne? Nehmen wir raus. Ja, ich glaube, es ist doch jetzt Mudcracker. Brauchen wir das denn auch? Der ist aber auch dark, gefällt mir halt. Ich glaube, jetzt ist Jagdhorn draus. Das halt. Der 2-2. Ich glaube, den nehmen wir auf jeden Fall raus. Wird den. Der nämlich 2-3. Immer stärker ist besser. Und ey, dieses Flugschiff ist komplett gestört. Das ist komplett gestört. Das ist so 5000er All-In. Raketen-Express. Oh mein Gott. Die ist schon komplett dumm. Ich glaube, wir spielen die einfach. Und ich glaube, wir können die Grundartikel halbieren. Ist nice. Aber weiß ich nicht, ob das so worth ist. Obwohl, eigentlich haben wir zu viele Monster auch. Ah, die Combo. Ich behalte den nur drin wegen der Combo, ne? Oder wir nehmen doch den raus. Ist echt schwer, muss ich sagen, Leute. Leider hat einen guten Effekt. 1A. Der ist dark halt, der ist Licht. Der ist dark. Der ist dann sogar Firecracker. Ich behalte den Burn noch drin. Ah, halt, wir wollten auch noch hier das reinpacken. Weil wir noch Monster kicken eigentlich. Wohl. Ja, ich glaube halbieren oder die ganze Lane auf die Hand geben. Das ist, glaube ich, schon eine Lane auf die Hand geben besser. Dann würde ich sagen, könnten wir jetzt hier
zu unserer Entscheidung kommen. Und zwar zum 1 vor Gold Rank Up. 1 vor Gold Rank Up. Und jetzt ist die Frage, wollen wir Gold werden? Denn Leute, denkt dran, jede Season werden wir resettet. Das heißt, wir gehen jetzt zurück. Und ich weiß nicht, ob es schlau ist, in Silber zu starten. Ich glaube, Bronze ist viel besser für uns, weil wir dann einfach Rank-Ups haben und dann halt natürlich auch mehr Packs kriegen. Ich glaube, wir müssen hier das ein bisschen strategischer machen. Oh, wir ziehen direkt. Boah, wir ziehen direkt mächtig. Ich meine, der Gegner wollte ja uns anfangen lassen, hat er selber schuld. So, hier, Inspector Border. Gegner Twilight. Gar kein Bock. Inspector Border, Ketten verschwinden und Kelch. Und wir haben unsere Power-Rakete. Gegner hat gar keinen Bock. Gegner hat gar keinen Bock. Kannst du Knie auch so einfach beschwören, ne? Ah ne, falls ich keine Karten kontrolliere. Okay, fair. Oha! Wir haben Pendel Scale von 5 bis 3 in unserem Deck. 5 bis 3 Pendel Scale! Das heißt, wir können alle Level 4 rauspendeln. Was ziemlich gut ist. Hä, ist voll gutes Scale. Impermanence? Okay, er hat komplett Meter. Er rastet komplett aus. Muss nicht, mein Lieber. Oh, Tempai. Ja gut, das ist jetzt natürlich ein Problem. Ja. Witzig eigentlich, ne? Hätte Imperm nicht gehabt, hätte er nicht spielen können, ne? Schon ein bisschen witzig. Ersetzt Keimen. Das war ja auch richtig smart. Das war richtig smart. Muss man an dieser Stelle sagen. Gib einfach auf. Gib einfach auf, komm. Battleface, okay. Jetzt können wir Karteneffekt aktivieren. Mehr für 2. Schön, mein Lieber. Gefällt mir doch. Schön. Gefällt mir doch. Ja, jetzt hast du gar keinen Bock mehr. Jetzt aktivierst du dich stark. Ah, gefällt mir doch. Ah, schön. Ach so, ja, okay. I see. Ja. Gefällt mir doch. Gefällt mir doch. Ihr denkt, ich bin ein Stun-Spieler, ne? Das ist richtig schön. Vielleicht gibt er auf. Also es ist nicht so, dass er keine Chance hat. Also das ist halt nicht so. Ja, okay, tu dir keinen Zwang an. Hol dir halt das nächste. Also Imperm geht halt jetzt auch nicht mehr. Ja, ich spiele wahrscheinlich Raigeki und Dark Hole und so. Das ist natürlich. Ey, wenn wir Tempai besiegen, ne? Mit diesem Deck. Ja, es bringt halt alles nichts, was er da macht. Na gut, er kann nicht durch Kampf zerstört werden, ne? Dürfen wir halt jetzt nicht vergessen. Das ist eigentlich schon strong. Okay, normal beschwören. Er ist aber auch mutig, ne? Battleface, ja. Er hat es immer noch nicht verstanden. Aber es ist Schaden. Es ist Schaden. Den nehmen wir natürlich. Ja, Effekt geht immer noch nicht. Er gibt auf. Oh mein Gott, Droplet. Oh mein Gott, Droplet. Er halbiert, warte. Ich habe so hohe Töne gespuckt. Das ist 1,5. Warte, WLAN auf dem Monster und Spielfeld bis zum Ende des Spielzugs. Erhält jenes gewählte Ziel 400 DK, aber seine Effekte werden annulliert. Er geht auf 1,5 runter. Ist auf 3,4. Aber leider wird er nicht zerstört. Das ist halt das Problem.
Wir sind schon Demon Step, ne? Beginn des Demon Steps. Der ist schon gewesen, meine ich. Wir machen das. Wir bumpen ihn hoch. So, mein Fist 2. Edgar Hoku, das, er hat die Konrotung nicht mehr entdeckt. Oh mein Gott! Intenses Game hier! Okay, weiter geht's. Wir machen ja weiter. Weiter dann! More! 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 More damage! More! Er hat schon beide gegen Ruko. Also streng genommen könnte er ins Seal gehen. Es wäre der Out, aber ich habe legit für Seal das beste Out. Eigentlich wäre es das. Normalbeschwörung. Seal. Pass. Das wäre halt das Beste, so was er machen kann eigentlich. Seal Pass, so. Gib einfach auf. Komm, bitte. Ich will diesen Win. Es ist viel zu lustig. Es ist viel zu lustig. Verbotener Tropfen. Na, nein, so funktioniert das Spiel nicht. Das war eigentlich schon. Aber Endphase. Okay, er will weiter Schaden kriegen. Das nehmen wir mit. Ja, das bringt uns natürlich gar nichts. Ey, wir ziehen aber auch sehr bescheiden, darf ich mal an dieser Stelle sagen. Wir ziehen sehr bescheiden. Aber, was wir weiter ziehen können, ist weiter den Schaden machen. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Phase. So, er kann halt jetzt auch eine Synchro-Beschwörung gleich machen. Das ist halt ein Problem. Also wir könnten das halt wirklich verlieren, natürlich. Er weiß es auch. Wir ziehen auch kein Monster. Schwerer Sturm. Okay, das ist natürlich auch ein Problem. Das ist ein Riesenproblem, fällt mir gerade auf. Das ist ein Mega-Problem. Das war's. Also wenn er da einen Tune hat, habe ich verloren. Sobald er jetzt einen Tune hat, habe ich verloren. Boah, nein. Das war so close. Also jetzt ist Seal Pass natürlich noch stärker. Aber ich glaube, er sieht es gar nicht so. Er sieht die Line gar nicht. Er sieht nur, alle seine Effekte funktionieren nicht. Effektwähler. Okay. I wish I have more Monster. Hä? Princess. Okay, wild. Er ist halt over. Ärgerlich. 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 Ja. Warte, was hat er im Friedhof? Er hat Genroku. Ah, warum hat er Genroku im Friedhof? Warum hat er Genroku im Friedhof? Holt er Genroku? Ah, er hat ja auch noch. Halt, vielleicht missklickt er. Er hat eben schon mal gemissklickt. Hä? Ja, guck, what I say. Chillen wir erstmal hier. Ja, aber können wir das. Ich weiß halt nicht. Was ist mit ihm? For real, was ist mit ihm? Mhm. Dann wird Zeit, würde ich sagen. Boah, hätte er... Es wäre so schön, wenn er... wäre so schön, wenn er viel weniger Life hätte. Hätte ich sogar noch vielleicht Tribut sammeln? Ah, Pytra liegt da. Okay, dann ist ja... Ja, Leute. Was soll ich sagen? Es war eine schöne Zeit. Er wird ja wohl Klingendrache spielen. Jetzt bekommt er eigentlich schon dreimal.
Ach, war eine schöne Zeit. Es war so close. Oh, nee, ey. Das ist ärgerlich. Also er struggelt trotzdem komplett. Aber vorhin, das wäre schon wieder Schaden, ne? Diggi. Er ist bald out of resource, ne? Das ist schon ein bisschen witzig. Oh nein, wir dürfen mal zu enden. Diggi, geh doch einfach in die Battle Phase. Du hast... Er will immer setzen! Warum macht er das? Warum? Also ich sehe 100 Wege, das Duell zu gewinnen an seiner Stelle. 100! Ich weiß nicht, ob er die Wege sieht. Es ist so einfach. Komm, pass einfach. Feilschneller Raketenexpress. Vor allem, was für schnell, Alter. Du kannst den ersten Zug nicht angreifen. Du bist einfach arschlangsam. Du hast immer Verspätung. Ey, wie kann man so sehr nicht wissen, was man machen will? Ach man, aber ich sag doch, er spielt schwerer Sturm und so. Es war halt klar, dass irgendwann sowas kommt. Boah, ironischerweise hätte er richtig gespielt. Also mit Sealed Pass, dann hätte er Schwierigkeiten gehabt, ne? Oh mein Gott. Ist nicht sein Ernst. Ist nicht sein Ernst. Komm, Monster. Nein. Oh mein Gott, wir können das noch. Warum sie weg, Monster? Nein! Er hat es nicht verdient! Er hat es nicht verdient zu gewinnen! Er hat es nicht verdient zu gewinnen! Er hat es einfach nicht verdient! Nein! Ja, setz! Setz bitte! Warte, hat er überhaupt noch keinen? Er setzt sie wieder! Er hat es nicht verdient zu gewinnen. Das ist Fact. Er hat es nicht verdient. Oh, okay. Wir können Spezial beschwören. Aber er kriegt ja gar keinen Schaden. Aber wir müssen das ja. Das ist aber eigentlich egal, oder? Nee, ist nicht egal. Er ist eh nicht so der Hellste. Wir sollten schon darauf, also wir sollten schon darauf bauen, dass er nicht so hell ist, ne? Werfen die ab. Oh, jetzt könnte es natürlich sein, dass er hier, okay. Okay. Ja, Happy Birthday, Christian Keimen. Er kennt halt keinen Schaden, das war ein bisschen ärgerlich. Aber er verliert ihn. Ich füge vorher, ja, er ist schon drauf, fair. Aber Shuntra bringt ihn halt nichts in der Situation gerade. So, wir beschwören jetzt ihn. Defense. Es kommt jetzt. Nein. Es macht keine Faxen, mein Lieber. Keine Faxen. Ah, Princess existiert noch. Verdammt. Ich hab Princess vergessen. Jetzt hab ich's verdient zu verlieren. Ja, verdammt. Ja, jetzt hab ich's verdient. Ja, es war aber unwinnable. Ich hätte normal beschwören können und halt mit der Trap, aber Shuntra war halt da. Er overextended noch. Er hat so nicht verdient, aber ist es okay. Ey, das hat Stil. Schwarze Rosenroche? Das hat Stil. Das akzeptiere ich. Diese Niederlage akzeptiere ich. Die 40. Niederlage ist durch Blackie. Das ist doch vollkommen fein, ey. Das ist doch okay. So, kriegen wir jetzt noch dafür irgendwas hier, erfahrungstechnisch? Ja, wow. 200, ey, gar nichts. Ja, Leute.
Der große Traum von Tempai zerstören hat nicht geklappt, aber ey, was soll's. Ja, ich würde sagen, ich wünsche euch dann jetzt hier einen wunderschönen Tag, wie immer. Und natürlich viel Spaß beim Duellieren.